Leute, wir sind wieder zurück und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bing Talk. Wahnsinn! Meine Güte, wir haben eine Sommerpause gemacht, wir haben eine Winterpause gemacht, wir haben eine Herbstpause, wir haben eine Frühlingspause gemacht und jetzt ist schon fast ein Jahr um und endlich ist der Bing Talk wieder zurück. Was war denn da los, Vivi? Ich habe keine Ahnung, wir waren einfach viel zu viel unterwegs. Wir haben damals ja den Bing Talk vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr gestartet, Corona-Zeit. Da konnte man nichts tun, das heißt, der Bing Talk kam gefühlt regelmäßig. Und jetzt ist auf einmal Corona vorbei, fast. Und ja, Hammer, jetzt sind wir wieder hier. Obwohl, warum sind wir eigentlich wieder hier, Kevin? Ja, ich dachte, wir machen mal, wir talken mal wieder. Das war immer ein richtig schönes Format. Wir machen es mal gemütlich. Es wird auch wieder Community-Beiträge geben oder wir werden auch Community-Fragen im nächsten Bing Talk beantworten. Wenn ihr Themen habt, schreibt sie gerne unten rein. Und ja, wir haben den Bing Talk ja sonst immer auch im Theater aufgenommen. Das war halt immer ein Hin und Her mit dem kompletten Aufbau, das komplette Equipment dahin schleppen. Und jetzt sind wir ein bisschen größer geworden und haben jetzt einen Raum, wo wir auch zu Hause quasi den Bing Talk aufnehmen können. Und ich denke, das ist schon ziemlich praktisch. Du, was macht eigentlich dieses Plakat da? Ja, also ein lieber Bekannter hat gesagt, hey, habt ihr nicht Bock drauf, das einfach mal so auffällig wie möglich in eure nächsten Videos zu packen? Und ich würde sagen, jetzt hat dieses Plakat seinen großen Auftritt. Nein, wir werden nicht gesponsert, wir kriegen kein Geld. Um Gottes Willen, das nochmal hier am Rande. Aber wir wollten doch ihm einfach mal eine Freude machen, indem wir diese schöne Plakate hinpacken. Mir gefällt's. Für gute Freizeitparks mit Jahreskarte kann man ja auch mal ruhig Werbung machen. Europapark, da sind wir auch super gerne. Und da gibt es ja schon die ein oder anderen Videos auf unserem Kanal. Aber heute soll es nicht direkt um den Europapark gehen. Es soll heute um Halloween-Events in Deutschland gehen. Und wir haben ja tatsächlich, ist es dieses Jahr, haben wir so viele Halloween-Events besucht wie noch nie. Unser Terminkalender war voll. Ist immer noch voll. Also Halloween ist ja tatsächlich noch gar nicht vorbei. Also wir sind ja eigentlich schon mittendrin. In 2 Wochen ist es schon soweit. Für uns stehen noch ein paar Halloween-Events, eigentlich zwei. Ne? Zwei stehen noch an, ja. Und aber wir wollen mal darüber reden, über die, die wir schon besucht haben. Wir kriegen ja auch oft die Frage, hör mal, was gefällt euch jetzt am besten? Wir haben jetzt hier schon einige von euch gesehen. Was könnt ihr eigentlich jetzt für uns so empfehlen? Genau. Und darüber wollen wir ein bisschen reden. Jetzt können wir darüber reden. Jetzt haben wir ja schon einige Halloween-Events besucht und ob wir jetzt die Frage klären, was das beste Halloween-Event ist, das glaube ich jetzt nicht in dem Video, aber wir können schon mal drüber reden, was war denn das allererste Halloween-Event in diesem Jahr, was wir besucht haben. Und das war der Moviepark. Wir waren bei der Presseeröffnung von Hell House am Start und das war so unser Einstieg in die Halloween-Zeit 2022. Der Moviepark ist, glaube ich, das bekannteste Halloween-Event oder das Halloween-Event, was auf jeden Fall in aller Munde ist. Und ja, dieses Jahr, glaube ich, in der wievielten Mal? Boah, ey, die Zahl habe ich jetzt gerade nicht gehört. Da hast du dir eine tolle Vorlage gegeben, Kevin. Keine Ahnung, ich muss schon so viele Zahlen merken. Aber es ist dieses Jahr sogar noch eine Woche früher gestartet. Hatte ich 25 oder so? Ich weiß, müsste ich das Video nochmal anschauen. Auf jeden Fall ist der Moviepark quasi mit dem Halloween Horror Festival mit 3 Neuheiten an den Start gegangen. Es gab eine neue Show, erstmalig wieder eine Live-Show. Dann gab es die neue Maze Hell House und es gibt jetzt so eine kleine Mapping-Show im Park. Genau, und wir haben uns auf jeden Fall alles angeschaut. Und was hat uns am meisten von all den 3 Neuheiten im Moviepark gefallen, Kevin? Ja, ist ja klar. Also Hell House. Das Hell House. Also die, ja. die neue Maze im Moviepark, sie ist analogisch echt nicht preiswert und ich habe auch irgendwie mitbekommen, der Moviepark hat da ein bisschen an der Preiskurbel gedreht und mittlerweile ist sie auch teurer geworden. Ich glaube, die liegt jetzt teilweise an manchen Samstagen bei 17 Euro. Uiuiuiui. Irgendwie sowas, ja. Dann war es mal bei 15. Ich glaube, wir haben mit 10 Euro noch eigentlich. 12 Euro. Mit 12 Euro ist die Maze. Das ist auch die Info, die ihr noch bei uns im Video habt, die 12 Euro, aber die stimmt leider jetzt aktuell nicht mehr. Mit 12 Euro ist die Maze an den Start gegangen quasi. Und es ist schon ganz cool, aber ich muss schon sagen, es ist analogisch auch viel, viel Geld. Jetzt hat man natürlich in Belgien oder in Holland gesehen, da kostet eine Maze 20 Euro. Ja, also in Holland, Walibi Holland, die neue Maze Lauterhaus kostet, glaube ich, 20 Euro. Das kann man analogisch immer noch toppen, aber jetzt so generell Halloween Horror Festival, Moviepark ist analogisch, man kennt es, man ist super gerne da. Es ist ein Muss für alle Halloween-Fans in Deutschland, sage ich einfach mal so, weil ich persönlich finde, dass es einfach immer noch ein schöner Start ist. Ich hänge mich da vielleicht mal was weiter aus dem Fenster. Aber ich finde, es ist schon ein cooler Start für die Halloween-Zeit. Man muss aber auch sagen, es ist analogisch das teuerste Halloween-Event, was wir dieses Jahr besucht haben. Wenn man sich jetzt regulär Tagesticket holt, liegt, glaube ich, so bei 52,50 und alle Maces mit Shows besucht, ist man, glaube ich, so knapp bei 58, 60 Euro, je nachdem, wie die Maces gerade an dem Tag kosten. Was meinst du, 58, 60 Euro? Ja. Für alles? Für alles. Nee, 100.
Nee, die Maces. Achso, die Maces, weil du also, sagst, es mit Eintritt. Ja, genau. Achso, du wärst über 100, man ist über 100 Euro für das Event drauf, wenn man regulär Eintritt zahlt, plus alle Maces und die Show. Also, die kostet auch Geld. Das ist natürlich ein stolzer Preis, das muss man natürlich auch immer sagen. Es gibt natürlich die ein oder anderen Rabatte, man kriegt 40% Ermäßigung auf den Tageseintritt. Aber wir gehen erstmal von den normalen Preisen aus. Aber trotzdem, wenn ihr das Moviepark-Event noch nie besucht habt, dann macht es auf jeden Fall, weil da könnt ihr direkt einsteigen und die haben ja auch immens viele Maces. Definitiv, also und ihr müsst ja auch nicht alle Maces gleich machen, ihr könnt ja auch sagen, okay, ich mache mal zwei Maces und nächstes Jahr mache ich wieder zwei Maces. Man kann sich das ja so schieben, wie man das gerne möchte. Wir machen das auch so, wir machen tatsächlich nur die neuen Maces, weil wir sind auch ein bisschen zu geizig für die alten Maces dann nochmal zusätzlich Geld zu bezahlen. Wir haben dieses Jahr nochmal die Maces St. Elmo gemacht, die haben ja ein bisschen was anderes gemacht, da läuft man jetzt quasi mit einer Taschenlampe rum. Nee, mit einer Laterne. Ja, mit einer Laterne läuft man da quasi rum und ja, ist ganz nett. Das ja, mir gefällt sie besser als mit dem Schießen. Ja. Muss man schon sagen. Ja. Genau, das ist jetzt so zum Thema Moviepark. Der Park bricht übrigens aus allen Nähten. Also wenn ihr vorhabt, dahin zu gehen, nimmt viel Geduld mit, weil aktuell ist es selbst an diesem Sonntag, wo wir waren ja am Sonntag nochmal kurz da, oh, das bricht alles aus den Nähten. Aber mit den Maces muss man sagen, es geht, man hat ja Zeitslots und da geht die Wartezeit ja klar. Und sonst ist ja noch ein Geheimtipp. Am 31. ist das Event ja noch nicht vorbei. Es geht ja tatsächlich noch zwei Wochen weiter. Mhm. Nach Halloween könnt ihr den Moviepark auch noch besuchen. Ich glaube, bis zum 13.11., 12.11., also das Wochenende, ja, ist so das letzte. Wenn ihr ein komplettes Video sehen wollt, schaut einfach unten in der Videobeschreibung. Und dann kommen wir mal direkt zum nächsten Event. Was wir besucht haben, war dann Europapark. Und genau. Traumatica. Traumatica ist ja auch in diesem Jahr komplett neu. Festival of Fear. Und da haben wir uns auch, leider eine einzige Maze haben wir nicht geschafft, sonst haben wir uns alle anderen Maces, die neu dekoriert waren, angeschaut mit einer neuen Storyline. Und auch das Zirkus, das hat uns ja umgehauen. Also Traumatica muss man nochmal erklären. Traumatica ist quasi ein Sonderevent, das findet jetzt nicht quasi im Parkbetrieb statt. Man zahlt einmal Eintritt und dann hat man quasi alle Maces, alle Horrorhäuser. Und die komplette Eventfläche kann man so oft dann die Häuser besuchen, wie man möchte. Fängt ab 38 Euro an. Und das ist eigentlich ganz chillig, weil ich habe immer gehört so von Leuten, hey, Traumatica ist so teuer. Wenn ich das direkt mit dem Moviepark vergleiche, was da alle Häuser kosten plus Eintritt, ist Traumatica jetzt nicht krass gut, teuer. Aber du hast halt Moviepark den ganzen Tag. Das heißt, wenn du einmal Eintritt zahlst, bist du von morgens bis abends im, also, Park. Du kannst Attraktionen fahren. Ich bin alt. Also ich halte das nicht. Das hätte ich vielleicht mit 16 damals geschafft. Ja, aber es gibt viele Besucher, die auch einfach jünger sind, 16, 17, die sagen, hey, das halte ich locker durch. Ich mache die Nacht durch und morgen früh gehe ich dann noch zum Oktoberfest zum Frühbrunch. Ein anderes Thema. Von 10 bis 10 kann man den Moviepark erleben. Na, logisch, ja. Hast du jetzt bei Traumatica sehr wenig Attraktionen drin. Das ist, glaube ich, nur Flug der Cassandra. In diesem Jahr mit dem, schade, dass das Pegasus weg ist. In diesem Jahr quasi in einem neuen Design, im neuen Theming. Man muss aber auch dazu sagen, dass das, also heißt ja das Traumatica Festival auf 4, die Horrorhäuser sind eigentlich gleich geblieben. Genau, also die Horrorhäuser an sich werdet ihr definitiv, wenn ihr schon mal Traumatica gemacht habt, wiedererkennen. Aber wie gesagt, die Story ist eine andere. Also ein bisschen anders, ist praktisch, ich sag mal so ganz nett, die zweite Staffel. Und ihr werdet auf jeden Fall das eine oder andere Haus wiedererkennen. Auch das Wachshaus zum Beispiel, das kennt ihr auch von den Shadows vom letzten Jahr. Ja. Genau, und was jetzt dieses Jahr komplett mich total abgeholt hat, war die Show. Damals gab es ja immer noch die Eisshow zu Halloween. Geht ja aktuell ja nicht mehr, weil da jetzt ja die neue Baustelle im Europapark ist. Yes. Und da ist jetzt das Zirkuszelt, deswegen auch irgendwie so Festivalcharakter, Festival auf 4. Es gibt auch so eine riesengroße Foodmeile, die auch sehr schön gestaltet ist. Das komplette Traumatica-Gelände ist ein bisschen kleiner geworden. Beim Foodmarkt ist es wieder ein bisschen größer geworden. Und die Show ist natürlich grandios. Also eigentlich lohnt sich der Eintritt schon für die Show, wenn wir ehrlich sind. Was für ein Feuerspektakel war das, bitteschön. Und ich finde auch, der Sänger, der ist so cool drauf, wie der einfach immer so 1000% gibt. Und die ganze Show-Einlage da, also diese Musik und ach, das ist einfach diese ganze Atmosphäre in diesem Zelt, dieser Flair, das passt einfach sowas von gut zu Halloween. Also es ist halt, ich find's super. Also mir gefällt es echt. Es war mit einer der besten Shows, die ich im Europapark gesehen habe. Ja, also schade, dass es natürlich nicht im Park ist, aber so. Also generell, also ja. Schon lange nicht mehr so eine gute Freizeitparkshow gesehen. Ja. Also viele waren, glaube ich, echt begeistert. Wir hatten jetzt an dem Pressetag oder halt an dem Eröffnungstag auch relativ gute Plätze, dass wir direkt in der zweiten Reihe saßen, vorne quasi. Kann man kurz anteasen, wer hinter uns gesessen hat?
Willst du sagen? Ich will sagen. Also wir saßen quasi in der Presseabteilung, also in diesem Pressebereich und hinter uns kam dann so eine bestimmte Stimme und ich sagte so zu Vivi, Vivi, da kommt jetzt Knossi. So, hä? Weil, also man denkt ja nicht, du bist ja mit deinem Handy, mit der Kamera so beschäftigt und guckst so Winkel und hier und da und Kevin also so, hey, hinter uns ist Knossi, ich drehe mich um, sehe so, okay, hinter uns ist Knossi. Witzig. Aber sehr, sehr cooler Typ. Also ich habe ihn nicht angesprochen, ich habe mich nicht getraut. Wir waren sehr professionell und dachten so, komm, wir sitzen jetzt gerade in dem Bereich von der Presse, dass wir jetzt nicht nach dem Foto fragen. Jetzt wollten wir nicht. Ich hab mir so gedacht, okay, wenn wir den vielleicht irgendwann anders mal so sehen, dann vielleicht. Es war uns jetzt nicht, also, nee, also uns hat es nicht überrascht, weil wir wissen da logisch, dass der Knossi auch häufig im Europapark unterwegs ist. Mhm. Und das, was wir so mitbekommen haben, sympathischer Typ. Und eigentlich genauso wie in, also so wie auch gesprochen ja. hat, auch so, also komplett so, wie man ihn halt so von den Aufnahmen kennt. Genau, dann gibt's halt. Wenn ihr ihn nicht kennt, der ist Streamer auf Twitch und hat auch auf YouTube. Also ich glaube, der ist bekannter als wir. Ja, definitiv, aber es gibt manche vielleicht, die ihn nicht kennen. Wir haben auch Familien, die zugucken, die ihn vielleicht nicht kennen. Ach so. Ja, also. Ist damals pokermäßig unterwegs gewesen. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall Traumatika. Läuft auch noch ein bisschen länger. Also auch jetzt sind natürlich auch viele Samstage schon ausgebucht und läuft aber auch noch bis in den November rein. Ich habe hier den Flyer sogar rein zufällig neben mir liegen. Bis zum 12.11. läuft Festival auf 4. Ich finde, das ist generell so, wenn man uns jetzt fragt, was für ein Event soll man besuchen. Ich bin immer der Meinung, besucht das Event, was ihr noch nicht besucht habt. Also ich finde, wir sind jetzt kein Maßstab. Wir besuchen da logisch die Events regelmäßig, um halt die Berichterstattung über die Events zu machen. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, hey, Moviepark lieber oder Traumatika lieber und ihr habt Moviepark schon besucht, dann besucht doch einfach Traumatika und dann vielleicht in 2-3 Jahren wieder Moviepark. Dann habt ihr auch mehr Änderungen in den Maces. So, bei uns ist es jetzt so, wir haben jetzt irgendwie 6, 7, 8 Halloween-Events besucht. Das ist ja nicht der Normalzustand. Nee, das auf jeden Fall nicht. Und wir haben jetzt auch nicht mehr so diese Schreckmomente, ne? Also ganz ehrlich, dieses Buh und man schreit und man kreischt und man kriegt Angst, das haben wir eigentlich in den seltensten Fällen. Also im Heidepark hat mich jemand bekommen. Aber das war ja auch richtig peinlich. Können wir gleich reden, wenn wir im Heidepark sind. Aber auch ich erschrecke mich mal. Aber na logisch, wenn du halt immer wieder diese Maces besuchst, dann hast du, weißt du dann logisch, wie die Maces aufgebaut aber ist. Aber es geht natürlich auch nicht darum, immer erschreckt zu werden. Also es geht nicht darum, immer voller Panik zu kreischen. Oh mein Gott, ich wurde erschreckt. Sondern einfach auch so, um diese, kann man sagen, Atmosphäre zu schnuppern. Das ist vielleicht das falsche logisch Wort. Ist es Atmosphäre. Ich finde es im Moviepark ja, auch krass. Ja, aber ich meine, in den Maces, wenn du so im Slaughterhouse bist, ist halt schon eine gruselige Atmosphäre, aber es ist halt cool. Aber es geht ja auch nicht nur um die Maces, es geht ja auch um den die Skag da. Ja, draußen, um die ganze Atmosphäre im Park. Ihr könnt den Park im Dunkeln erleben, das ist ja im Moviepark zum Beispiel auch gar nicht möglich, außer in der Halloween-Zeit Nachtfahrten zu machen. Moviepark hat ja auch keine Winteröffnung und das ist auch die einzigste Chance, dann bei solchen Events mal Achterbahn im Dunkeln zu fahren. Das ist schon nice. Weil Parks, die keine Winteröffnung haben. Aber von Traumatika ging es für uns direkt zum alten Klassiker, da sind wir super, super gerne. Und, Holiday Park. Holiday Park. Maces müssen nicht immer Geld kosten und jetzt kommen die Sparfüchse. Im Holiday Park sind alle Maces kostenlos. 5 Maces hatten sie am Start, haben sie immer noch am Start. Genau, und wenn ihr selbst eine Holiday Park Jahreskarte habt, könnt ihr euch ja diese Quickpässe da holen und da könnt ihr euch vorfuschen. Genau, also bei der Plopsa Goldkarte kriegt ihr ja quasi pro Besuchstag quasi einen Fastpass dazu. Für alle anderen, die Maces sind na logisch kostenlos. Es kann zu langen Wartezeiten kommen. Da empfiehlt sich na logisch ein Fastpass. Der Fastpass liegt bei 35 Euro. Und dann könnt ihr quasi die Maces skippen. Aber im Prinzip sind die Maces erstmal alle kostenlos. Aber auch ein kleiner Tipp. Wir waren ja auch am ersten Tag dort gewesen und es war wirklich nichts los. Also es war sowas von leer. Das Wetter war aber auch schlecht. Also zieht euch am besten Regensachen an. Wenn es heißt, Wetter draußen regnet und ungemütlich, geht trotzdem, weil es ist nur eine einzige Outdoor-Mace und sonst alles Indoor. Und ein bisschen Regenschirm, Gummistiefel an, regelt. Ihr werdet in den Maces nicht so nass und ihr müsst nicht so lange warten. Aber das ist ja Wer möchte. Das ist aber, ja, jetzt kann man das ja nicht mehr machen, den Tipp. Also jetzt ist ja zu spät, aber für nächstes Jahr könnt ihr euch den Tipp auch beheben. Aber es ist ja klar, also wenn ihr Anfang Oktober die Halloween-Events besucht, sind die dadurch noch nicht so überlaufen wie Ende Oktober. Ich glaube, das ist, also zu dem 31. hin ist natürlich überall der vollste Tag. Ich meine, Anfang Oktober oder schon im September halten Halloween, die meisten denken noch gar nicht an Halloween. Also wo ich dann in unserem Freundeskreis gesagt habe, ja, erstes Halloween-Event ist, glaube ich, der 28. September. Da haben sie einfach, wie bitte, was? Ist nicht erst in einem Monat Halloween? Also
ruhig früher anfangen. Ja, es war sogar noch früher. Der Moviepark war noch früher. Ja. War krass, okay, stimmt. Ja, 25, irgendwie hat irgendwie sowas, ja. So schon angefangen. Ja, Holiday Park sind wir. Gibt's auch eine neue Maze? Das Schnitzelhaus ist dieses Jahr komplett neu in den Start gegangen. Und das war echt eine Maze. Oder die, das ist immer noch eine. Ja, das hat mich sehr überzeugt. Und das Schnitzelhaus ist quasi eine Maze im Holiday Park, was damals so ein altes Restaurant war, was natürlich auch cool zum Theming war, weil man konnte halt einfach die Möbel verwenden, man konnte die Küche verwenden, man konnte das Kühlhaus verwenden und das sah schon echt cool aus. Aber was mich im Holiday Park immer überzeugt, sind die Scare Actor, wie sie halt interagieren, was für eine Power die einfach haben, wie die rumschreien. Es ist halt einfach, also es ist auch ein harter Job. Also man läuft halt nicht einfach da durch und man wird erschreckt und dann muss man in den nächsten Raum gehen, sondern man bleibt halt einfach kurz stehen. Die Schauspieler reden mit einem. Was macht ihr hier? Verpisst euch! Wie siehst du eigentlich aus? So ungefähr. Und also dann, in den meisten Maces. Genau, in den meisten Maces. Und dann kann man mit denen noch ein bisschen agieren. Und dann wird man weitergecheckt. Also halt eigentlich, man hetzt da nicht so durch. Man ist ein gemütliches Durchgehen. Und man sieht auch alles. Also ich habe auch das Gefühl, selbst wenn du ganz hinten bist, du kriegst immer was davon mit, was so passiert und was auch die Story dahinter ist. Also Holiday Park überzeugt mich tatsächlich immer. Also immer wieder von den Maces. Man merkt natürlich, die sind natürlich auch oft irgendwie so selbst oder Low-Budget Maces. Aber ja, da steckt so viel Liebe drin. Und letztendlich ist es ja auch Schnuppe, ob eine Mace jetzt krass thematisiert ist oder hoch, ob da jetzt alles echt in der Mace drin ist. Letztendlich belebt eine Mace die Scare Actor und da ist, glaube ich, für mich eine gute Mace oder eine schlechte Mace oder eine nicht so dolle Mace, wie gut quasi die Scare Actor acten. Und ich finde, dass halt im Holiday Park das immer ganz cool ist. Der Tunnel hat uns dieses Jahr tatsächlich nicht so gut gefallen. Gar nicht so gut gefallen, weil was uns auch ein bisschen abgelenkt hat, ist, dass da teilweise auch Scare-Actor drin waren, die einfach einen Holiday Park-Pulli anhatten. Also sie hatten keinen Holiday Park-Pulli an, aber es war blöderweise dasselbe Grün. Es war halt dieses Grün, ja. Also ja, aber es war halt im ersten Jahr war es halt auch so mit voller Elan. Die haben jetzt die Endszene geändert. Aber im Großen und Ganzen Feuerwerk, DJ, Glühwein, kann man an dieser Stelle sagen. Glühwein, ja? Läuft noch jeden Samstag und am 31. Ja. Ich mag die Sonderevents und ja, besucht den Holiday Bar, kostenlose Maces, kann man auf jeden Fall empfehlen. Definitiv. Was haben wir im nächsten Park denn besucht? Muss ich mal kurz mal auf meinen Spickzettel gucken. Schaust du auf deinem Spickzettel oder auf unserem YouTube-Kanal? unser YouTube-Kanal, der Spickzettel. Disneyland hat keine Halloween, keine Horror-Events, deswegen reden wir nicht drüber. Wir können also wieder bei Disneyland drin. Also nach dem Holiday Park ging es für uns dann ins Disneyland Paris zur Halloween-Zeit. Genau, also ursprünglich wollten wir eigentlich das Toverland-Event besuchen. Und jetzt war das halt das eine einzige Wochenende, was wir hatten, wo quasi Freitag, Samstag, Sonntag nichts vor war. Freitag hätten wir Toverland besucht oder Samstag. Und dann haben wir gesagt, komm, Toverland haben wir im letzten Jahr besucht. Ist auch ein richtig cooles Halloween-Event. Und Vivi wollte unbedingt die Halloween-Season im Disneyland erleben. Genau, weil wir jetzt noch eine Jahreskarte haben. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt die Jahreskarte habe, möchte ich wenigstens alle Seasons mal miterleben. Genau, was soll man über das Disneyland erzählen? Es ist jetzt kein Horror-Event. Es ist irgendwie ein bisschen dekoriert auf der Main Street. Es gibt eine Halloween-Parade. Es gibt so eine spezielle Mapping-Show auf dem Schloss. Wo ich mal ganz kurz reingrätschen muss. Und diese Halloween-Parade hat einfach ein mega cooles Lied. Und das ist einfach die ganze Zeit schon ein Ohrwurm. Das kann halt das Disneyland. Also Ohrwürmer kann das Disneyland. Also das Geburtstagslied ist cool. Die Parade zu Halloween. Es ist auch eigentlich eine Halloween-Show. Für mich ist es irgendwie eine Parade. Die Wagen sehen ganz cool aus. Aber ja, mich hat es jetzt als Halloween-Event, also es ist ja kein Event. Also wenn man halt so, viele Halloween-Parks, also Parks in der Halloween-Zeit schon besucht habt, also haben wir ja schon, und dann ist bei dem Disneyland, abgesehen davon, dass alles sehr verniedlicht ist, weil es halt auch einfach Disney ist, ist halt anders als die anderen, was ja auch gut ist, weil es halt Disney ist, aber irgendwie hört auch die Dekoration irgendwann auf, das wussten wir vorher auch schon, dass die Dekoration nicht komplett durchdekoriert, also der ganze Park nicht durchdekoriert ist. Dann hast du das Frontierland noch und dann war es das auch. Dann gehst du Adventureland und dann ist da halt 1, 2, 3 Kürbisse und dann war es das. Und das finde ich einfach für Disneyland, dass die angeblich so fett Kohle haben, schon ein bisschen mau. Ich glaube, wir sind halt auch ein bisschen verwöhnt vom Europapark. Der Europapark ist einfach komplett durchthematisiert, dekoriert von Kürbissen. Der Europapark ersinkt ja in Kürbissen und Strohballen. Das ist aber richtig schön. Also ja, Season, Halloween, Disneyland, sehr familienfreundlich, glaube ich, können wir abhaken. Definitiv. Coole Shows, coole Parade, eine nette Mapping-Show. Also wenn ihr Angst habt vor Horror, Geister, Grusel, geht ins Disneyland, das ist
das ist Low Halloween. So, jetzt kommen wir wieder nach Deutschland. Heißt der deutsche Halloween Events. Ach so, ja, stimmt. So, wo waren wir denn nach? Wir waren danach im Heidepark. Nein. Doch. Der Heidepark kommt jetzt schon? Ja. Oh mein Gott. Und haben wir was vergessen? Nein, ich dachte, wir hätten was vergessen. Nee. Aber dann, der Heidepark. So viele waren es dann doch nicht, ne? So viele Events. Nein. Heidepark waren wir. Genau, Heidepark. Unser allererstes Halloween-Event. Ja, und im Heidepark. Halloween, also der Heidepark hat 3 Maces. Zu unserem Zeitpunkt waren leider nur 2 Maces am Start. Wir haben tatsächlich so eine kleine Backstage-Führung bekommen und auch später die Maces in Aktion gesehen. Man muss zum Heidepark sagen, dass nicht der Heidepark die Maces macht. Sondern die Boo Crew macht die. Das ist unabhängig vom Heidepark und die machen das schon seit Jahren. Seit 2004, glaube ich, machen die das da schon. Ja. Und bauen halt da die Maces mit auf und haben eigene Ideen. Die machen nicht nur Heidepark, die machen auch für Filmproduktionen Sachen und Dinge und super viel. Die sind krass aktiv und suchen dann mal wieder neue Mitglieder. Und die sind super sympathisch und haben uns halt auch mal so ein bisschen Backstage durch ihre Maces geschickt oder beziehungsweise uns gezeigt, wie es da so aussieht. Genau. Die Maces kosten auch jeweils 5 Euro, finde ich eigentlich ein ganz fairer Preis, muss man schon sagen. Ist jetzt nicht übertrieben teuer, ist jetzt auch nicht übertrieben preiswert. Und was mich da abgeholt hat bei den Maces, war tatsächlich die Qualität, die sie am Tag legen, vom Mace-Bau einfach. Es war schon krass, wie die Maces gebaut worden sind. Und das ist halt einfach Hammer. Wir haben zwar vorhin noch gesagt, so, ne, die Actor müssen auch überzeugen, aber da merkt ihr schon, wenn ihr euch irgendwie an den Wänden festhält, wie echt sich das auch alles einfach anfühlt. Man hat nicht das Gefühl, das Ding bricht wie ein Kartenhaus auseinander, weil da irgendwie eine Halle aufgebaut worden ist, sondern es ist halt einfach wirklich massiv. Genau, also denen war halt auch sehr wichtig, dass die Decke thematisiert ist, dass quasi voll thematisiert ist. Das ist nicht so, dass wenn man nach oben guckt, dann auf einmal kein Theming mehr ist. Und auch echte Stein verwendet, echte Fliesen verwendet, echtes Eisen verwendet. Und halt, also der Maze-Aufbau war cool. Wir haben uns die 2 Maces angeschaut. In der ersten Maze, das war die Subterra. Genau, das ist quasi ein Makeover gewesen, eine neue Maze quasi. Aufgehübscht im Gegensatz zum letzten Jahr, was wir aber leider letztes Jahr ja nicht mitbekommen haben. Genau, da ist es eine relativ düstere Maze, es ist sehr viel Nebel. Es war jetzt an unserem Besuchstag noch nicht so perfekt. Es ist halt so schade gewesen, weil wir haben halt gesehen, wie krass thematisiert das eigentlich war, wo halt das Licht noch an war. Dann man weiß ja, dass es halt generell etwas dunkler da ist, aber es war halt wirklich so dunkel, dass man halt fast gar nichts mehr von der geilen Deko gesehen hat. Und das fanden wir so ein bisschen schade, weil ich glaube, hätte man das Licht einfach mal so um 20-30% erhellt, wäre es vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen. Ja, und dann sind wir direkt zur zweiten Maze gegangen. Zum Grand Hotel Morton. Das fanden wir mega. Genau, Grand Hotel Morton, Hotel 20er Jahre verlassen und wurde dann irgendwie wieder eröffnet und alles ist totschick und alles ist sauber und am besten. Eigentlich nicht. Deswegen sind wir so schnell abgereist aus dem Hotel. Deswegen wollte Kevin da nicht übernachten. Aber auch da, also das, was wir irgendwie total mögen, ist halt dieses Stationstheater, wie man es zum Beispiel aus dem Dungeon kennt. Dass du halt von Station zu Station gebracht wirst und dann kriegst du eine Story. Die ein oder anderen Schreckmomente sind dabei. Und auch da wieder das Bühnenbild, der Kulissenbau ist einfach mega. Also kann man auf jeden Fall besuchen. Die dritte Maze, die haben wir nur tagsüber gesehen. Das ist halt für alle Heidepark-Fans was Besonderes. Es ist quasi eine Outdoor-Maze in so einem stillgelegten Parkteil vom Heidepark. Und da findet man auch den allerersten Wagen von Colossus. Und das sah schon sehr nice. Also ich kannte diesen Bereich nicht und ich muss sagen, ist ja mega geil, dass die Boo Crew das da machen darf. Ne? Aber was das an Parkfläche bedeutet, was für Attraktionen man da theoretisch hinbauen könnte und wie krass das noch ist, das hat so viel Potenzial und das sieht man immer wieder. Ich glaube, der Heidepark hat noch genug Flächen, die er bebauen kann. Definitiv, die haben keine Erweiterungsprobleme oder muss. So. Und cooles Event und jetzt haben wir danach noch ein Event besucht. Der ist im Serengeti-Park. Das war jetzt auch unser letztes. Allererstes Mal, was man auch sagen muss, im Serengeti-Park. Alle Maces kostenlos, Späteintritt. Und 5 Maces, ne? Also es sind einige Maces. Ja, genau, es gibt einen Späteintritt, da zahlt ihr quasi ab 17 und 19 Euro für alle Maces, wenn ihr die besuchen wollt. Einige Attraktionen haben auf und ich glaube, das ist der Preis-Leistungssieger, oder?
Definitiv. Also man hat das preiswerteste Halloween-Event. Preiswerteste Halloween-Event. Man hat echt unheimlich viele Maces, die man besuchen kann. Es gibt eine Kinder-Mace tagsüber. Abends ist es halt mit Scare-Actor drin, wo die Altersgrenze was hochgeschraubt wird. Bevor ich jetzt hier irgendeine Altersgrenze sage, sage ich lieber nichts, weil ich nicht genau weiß, ab wie vielen Jahren das nochmal war. Und die Atmosphäre generell, die haben Nebel draußen eingesetzt und das sieht so toll aus. Und diese Clownsköpfe überall, die da hängen, also selbst wenn ihr keine Fans von Maces seid, abends diese Atmosphäre beim Rumlaufen ist einfach top. Die Vivi ist total geflecht, ich war auch total geflecht, ja. Aber es hat dadurch auch was damit zu tun, dass wir das Event noch nie besucht haben. Und unsere Erwartungshaltung auch nicht so hoch war, ne? Also das muss man ja schon lassen. Also zum Beispiel die Erwartungshaltung, die man im Disneyland, dass das krass dekoriert ist, ist natürlich höher als jetzt bei einem Serengeti-Park zum Beispiel. Und eine Dekoration im Moviepark ist halt auch nochmal höhere Anspruch. Aber weil wir es halt auch kennen, ist es jetzt nicht mehr dieser krasse Wow-Effekt. Aber im Serengeti-Park wussten wir nicht, auf was wir uns einlassen und haben da auch alle Maces gemacht. Und im Serengeti-Park werden die Maces aufgebaut und wieder abgebaut. Und was für ein Aufwand das ist. Na, logisch hat man auch da gesehen, die Maces, also dieser Maze-Konstrukt oder dieser Bau, dadurch, dass es halt auf- und abgebaut ist, hat man dann durch die Holzplatten gesehen. Aber dennoch waren die Maces sehr liebevoll eingerichtet und auch coole Schreckmomente. Definitiv. Und es sind auch schöne Ideen dahinter, ne? Also auch mit den Ghost Town zum Beispiel hat uns am besten gefallen von allen. Einfach mit den Geistern, die da drin waren und auch was da auch dekoriert wurde und teilweise auch mit den Clowns, dieser Clown Town Maze, dass die uns halt auch hinterhergelaufen sind. Das waren schon coole Sachen. Ja, auf jeden Fall. Das waren jetzt erstmal alle Halloween-Events, die wir besucht haben. Wollen wir noch spoilern, welche wir noch besuchen werden oder wollen wir es noch lassen? Ihr könnt auf Instagram vorbeischauen, dann seht ihr schon direkt, wo wir am hier. wo wir am Freitag sind und wo wir am Samstag sind. Zwei Halloween-Events werden wir noch besuchen. Und zwei, die wir noch nie besucht haben, kann man ja auch hier ab dieser Stelle noch sagen. Genau. Und danach heißt es für uns ein bisschen Entspannung. Dann werden wir nochmal im Europapark sein, ein bisschen abzappeln. Am 31. enden wir das Ganze. Genau. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu Kinderangeboten. Eigentlich hat jedes Halloween-Event, was direkt im Freizeitpark drin ist, quasi auch ganz viele Kinderangebote. Vom Kinder-Halloween-Schminken bis zum Kürbisschlitzen. Da gibt es auch richtig viele schöne Sachen. Wenn ihr euch dafür noch mehr interessiert, schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da verlinken wir euch nochmal alle Halloween-Events, falls ihr sagt, hey, das will ich noch ein paar mehr Informationen haben. Auch für Kinder ist das ein oder andere was dabei. Außer bei Traumatika, da gibt es nichts für Kinder. Aber dafür im Europapark ganz viel Kinder-Halloween. Genau, und wir haben doch öfters mal Fragen bekommen tatsächlich, warum wir denn nicht mal ins Walibi Holland gehen. Ganz einfach. Ja? Es stand nicht auf der Liste. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da so ein bisschen, mich graut es ein bisschen. Also 20 Euro Maze finde ich schon echt heftig. Und dass es so voll ist. Also ich habe ja immer nur Videos gesehen, dass es einfach sowas von überfüllt ist. Aber du kannst die Maze kaufen für Geld und dann kannst du ja auch nochmal einen Fastpass kaufen, damit du schneller in die Maze reinkommst. Plus Eintritt, dann bist du auch wieder. Dann hast du da teuerste Halloween-Event. Aber das kannst du im Moviepark mittlerweile auch machen. Da kannst du einen Fastpass für Maze holen. Das gibt's auch so noch. Ich blicke da auch gar nicht mehr durch, was es jetzt schon alles gibt. Aber Vivi, jetzt unser Lieblings-Halloween-Event. Haben wir eins? Haben wir ein Lieblings-Halloween? Nein, tatsächlich nicht. Es ist super schwer zu sagen. Jedes Halloween-Event ist halt was Besonderes. Und ich glaube, so wie ich auch... Das sagen wir halt nicht einfach so, weil wir uns nicht festlegen wollen. Wir wollen uns auch nicht festlegen, sondern wir sagen es halt einfach, weil es halt einfach, finde ich, stimmt. Genau, also wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, besucht einfach das Halloween-Event, was vielleicht bei euch in der Nähe ist. Ihr könnt mit keinem Halloween-Event was falsch machen. Preiswerte Halloween-Events sind Serengeti Park und Holiday Park. Damit kann man ja vielleicht mal anfangen, ein bisschen reinschnuppern. Wenn es bei euch in der Nähe ist. Sind die Maces was für einen? Hat man dafür Lust? Ich kann das natürlich auch verstehen, wenn du jetzt im Hellhaus stehst und weißt so 17 Euro und hinterher sagst du halt, okay, Maces, dafür habe ich viel zu sehr Angst und dann hast du das Geld ausgegeben. Also wenn ihr einsteigen wollt, am besten wirklich gucken, Holiday Park, ne? Wie Kevin schon sagte. Gibt es denn da im Holiday Park vielleicht eine Maze, die du empfehlen würdest, als Einsteiger-Maze? Ja, Camp Sonnenschein, oder? Camp Sonnenschein kann man zum Beispiel ganz gut im Hellen machen. Stimmt, also wenn es gerade dämmert, da zahlst du nichts. Und da, wenn du denkst, boah, ich bin jetzt richtig mutig, ich mache es jetzt nochmal im Dunkeln, dann kannst du dir mal für die Dunkelheit anstellen. Genau, aber auch die Clown-Maze. Also aber du, das hatte ich Angst. Also es gibt ja viele, die sehr viel Angst vor Clowns haben. Das stimmt. Aber das ist immer schwierig. So auf jeden Fall sind das die beiden Events, wo wir sagen können, hey, die sind halt einfach preiswert, sie zu besuchen, um halt einfach mal reinzuschnuppern.
Und sonst ist der Moviepark analogisch auch. Oh, wie ist erschrocken, dieser Wecker. Kennt ihr das, wenn ihr schlaft und auf einmal dieser blöde Ton kommt? Also ich habe nicht geschlafen. Dann gehen wir mal so einschläfernd. Nein. Der Ton hat gesagt, ich muss die Kamera einmal ausschalten und neu aufnehmen. Okay, wir können nur eine halbe Stunde aufnehmen. Vivi, du kannst... Kevin, wir haben vergessen zu erzählen, weil... Du kannst dich wieder bewegen. Ich kann mich bewegen. Wir haben vergessen zu erzählen. Ich habe ja gerade mich gerade total erschrocken. Aber... Du hast doch auch einen Schreckmoment im Serengeti-Park. Nee, nicht im Serengeti-Park. Ah, im Heidepark, stimmt, im Heidepark. Komm, erzähl mal von deinem peinlichen Schreckmoment. Nein, Spaß, nicht peinlich. Nein, also wir waren in der Maze und da haben wir quasi so eine kleine Führung bekommen, freundlicherweise. Im Hellen, es war hell. Im Hellen. Und ich habe mich natürlich jetzt nicht drauf eingestellt, dass da irgendwelche Schreckmomente sind. Und einer von der Brew Crew hat sich quasi hinter die Wand gestellt und hat halt dann durch die Klappe und hat mich in dem Fall dann erschreckt. Er stand halt einfach nur da und Kevin guckte so und hat sich richtig erschrocken. Und die Kindermaze im Serengeti-Park. Kindermaze im Serengeti-Park? Ja, also man kann... Ach so, wo es dann dunkel wurde. Genau, das ist halt richtig fies. Ja. Du kannst halt in die Kindermaze, kannst du tagsüber reingehen, da gibt es halt keine Erschrecker drin. Ist für eine Kindermaze aber auch sehr gruselig eigentlich. Ja, ich bin schon sehr düster. Also es sind noch einige, die mit ihren Kindern da weggegangen sind. Und dann gibt es da so eine Szene, wo der Hase sitzt und dann ist da auf einmal ich dachte halt, das wäre eine Puppe. Und dann bewegt sich halt diese Puppe an dieser Stelle, wo ich halt einfach dachte, okay, also das war halt schon ein bisschen gemein, da habe ich mich auch ein bisschen erschreckt. Ja. Das waren meine beiden Schreckmomente. Und deine? Meine war gerade das Klingeln des Handys. Da habe ich mich gerade tierisch erschrocken. Aber ich glaube, ich habe mich sonst nicht erschrocken. Habe ich mich erschreckt? Nö, ich glaube tatsächlich nicht. Nein? Nee. Auch vor dem lauten Knall nicht im Serengeti-Park? Lauter Knall? Was war das? In diese Maze, wo du dich an der Kordel halten musst und dann... Nee, ich habe mich nicht erschrocken vor diesem lauten Knall. Mein Ohr hat nur nachher gezwiebelt, weil das genau auf der linken Seite war und das ist so in mein Ohr gedonnert. Auf einmal ist das, also in dieser Maze, du gehst da durch, das heißt Dark Town, und da hast du einfach ein Seil, da hält sich fest. Du siehst halt nichts und musst dich halt rantasten. Manchmal hast du ein paar Lichteffekte noch, dann sieht man wieder ein bisschen mehr. Naja, auf jeden Fall, irgendwann ist so ein lauter Knall gekommen, wo man dran vorbeigelaufen ist, und der war richtig laut und es war so laut, dass mein Ohr wirklich tatsächlich wie nach einem Konzert angefangen hat zu piepsen. Ja, das ist halt so ein Effekt wie im Holiday Park bei, nicht GeForce, bei Skyscream, wenn man durch die Q-Line geht, dann gibt es ja auch diesen einen Effekt, so, der so brutzelt und blitzt und so. Der nur halt näher an deinem Ohr. Genau. So, das war's auf jeden Fall mit dem Bing Talk. Endlich ist er wieder zurück. Bing Talk 20? 20! Meine, wir sind 20. Boah, wir hatten geworden. Diese ungerade Zahlen. Wenn man so jemand ist, der das gar nicht leiden kann. Uiuiuiui. Hatten wir es im letzten Jahr Pech? Nö, eigentlich nicht. Nö. Also ich sehe immer alles Positive in jedem Tag. Das ist schön. Schöner Abschluss, oder? Genau. Also unten alle Videos verlinkt, wenn ihr euch für ein besonderes Halloween-Event noch interessiert. Und falls ihr noch neue Themen für den Bing Talk habt, schreibt sie gerne unten rein. Wir haben auch noch einige Ideen, aber Der nächste Bing Talk wird der Community Bing Talk sein. Eigentlich wollten wir mit dem Community Bing Talk auch anfangen, aber Halloween-Thema, ihr wolltet nochmal irgendwie, dass wir drüber reden, was jetzt das beste Event ist oder was uns am meisten gefallen hat, und deswegen haben wir das jetzt vorgezogen, weil Halloween auch bald vorbei ist. Ja. Und der nächste Bing Talk wird Community Bing Talk sein. Wir werden ausführlich über eure Themen sprechen. Keine Fragen reinstellen, dafür gibt es das Q&A, stimmt. Wieso, weshalb, keine warum. Fragen. Einen werden wir noch machen dieses Jahr im Winter. Ja. Aber das war's jetzt auf jeden Fall. Genau, und ich würde sagen, wir wünschen euch noch viel Spaß hier auf YouTube und bis dann, Henne. Gibt's uns bei Spotify? Nee, wir haben keinen Podcast. Also viele haben ja schon gesagt, macht doch mal einen Podcast, aber da musst du da wieder Account. Und wir bleiben hier, das ist sonst zu viele Kanäle auf einmal. Wenn man YouTube Premium hat, dann kann man sich das auch runterladen und im Auto anhören. Stimmt. Also dahin, viel Spaß auf YouTube. Tschüss. Tschüss.